So, dann sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Tobarock, mit dabei ist Roro, der Kura und die Schlumpfine. Tag. Und wir haben unsere Challenge-Nacht. Sozusagen vor der Tür. Mhm. Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Zuzuschließen. Ja, stimmt. Das war doch was. Warte mal, das mache ich jetzt mal ganz fix. Licht. So. Jetzt müsste das gehen. Verdunkeln! Genau, verdunkeln. Ja, richtig. Wir tun so, als wenn wir gar nicht da sind. Genau. So, das ist heile. Vielleicht solltest du dich auch noch ein bisschen um dein Leben kümmern. Mein Leben? Ach, das stimmt. Da war doch eine Kleinigkeit. Naja. So, bin mal gespannt, wo sie durchrennen hier. Mein Leben kümmern. Was mache ich denn da? Was saufen? Das wäre doch eine Maßnahme. Pille nehmen. Jo. Oder eine Pille nehmen. Ich nehme mal eine Pille. So, zupp. So, schwupps ist er wieder gesund. Und durstig wie Hölle. Gut, da bin ich mal gespannt. Folge, wenn ich jetzt mal durchrechne, sind wir bei Folge 302. Mhm. Richtig? Ja, wenn wir mit 300 angefangen haben, ja. Folge 302 Challenge Horde. Mhm. Ohne Patronen. Hoffentlich haben wir jetzt alles. Hier sind noch Granaten drin, die Leute, die müssen da verteilt werden. Ihr müsst die in die Taschen, genauso wie Schrot und Munition für die 9 mm. Dass wir die mal vielleicht nachfüllen können. Ich hab meine. Tasche voll? Ja, ich hab 4 Stacks Schrot, 4 Stacks Pistole, 2 Stacks Granaten, 2 Stacks Molly. Ja. Aber jetzt müssen uns unsere Geschütztürme, unsere Turrets müssen uns jetzt rausreißen. Ich glaube, wir haben lange nicht genug, diese 9 mm. Das müsste man auch, müsste auch sowas bauen können, wo die 7 da reinpassen, ne? Um Gottes Willen, nein! Um Gottes Willen! Es reicht schon, wenn Pistole dafür nicht ausreicht, aber 7,62er? Die habe ich doch lieber in der Hand als im Turret. Ja, die nützen ja in der Hand ja nichts, wenn du die nicht, ne? Ja, aber wir haben ja nicht immer eine Turret-Nacht. Nein, wie gesagt, die sind ja nun mal da und wie gesagt, das ist unsere Challenge heute. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich habe gerade erst nochmal meine komplette Rüstung repariert. Das ist vielleicht sinnvoll. Oh, das ist überhaupt eine Idee. Das ist überhaupt eine Idee. Mal gucken. Wie kaputt ist denn meine? Oh, das geht noch. Ja. Nee. Brille braucht nicht repariert werden. Ist ein Sichtschutz vor. Alles gut. Und man sollte definitiv nicht versuchen, durch die Gitter Handgranate zu werfen. Molly ist auch nicht. Nö. Nee, unterlassen wir das mal lieber. Macht nur Aua. Mhm. Kann ich überhaupt nur mit Pfeil im Bogen? Oh, das kann ich. Juhu. Er hat die Wiese getroffen. Zweimal. Oh, warte mal, ich mach die Ventilatoren mal an, ne? Wegen frische Luft. Ja. Und, so. Panzerpaus dürfen wir auch nicht nehmen, Raketenwerfer meine ich. Mhm. Halt. Das ist genau meine Frage, die ich eben gestellt habe. Nein. Du hast gesagt Bullets. Ja, aber ich habe dreimal nachgefragt. Nee, ich hab das auch schon so im Hinterkopf gehabt. Ich habe sie mir nämlich extra gerade gekauft beim Händler. Was? Raketen. Na, siehst du. Ja, das ist ja wie gesagt. Bullets haben wir gesagt, geht nicht. Aber ja, ist alles gut. Du hast gerade gesagt, bei Raketenwerfer nein. So, guck dir mal rum. Die müssen alle laufen. Ja, ich laufe.
Müssten alle laufen, weil es läuft jetzt alles. Ja, Moment, so klein ist unser Haus nicht. So, Darts sind auch in scharf jetzt. Ja, laufen alle. Siehst du wohl, ist das doch ein bisschen in Ordnung. Wo ist denn der Mond? Der Sonnenuntergang. Wo ist denn der Mond, der rote? Der ist noch gar nicht da. Aber ist doch schon rot draußen. Ja, da hinten kommt er doch hoch, wahrscheinlich. Ja, südwestlich hinterm Berg. Quatsch, da muss ich hin. Das ist die Sonne, die untergeht. Mensch. Ach so. Ja. So, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, der ganze Kram muss endlich funktionieren. 21.43 Uhr, gleich ist er soweit. Der Countdown läuft. Hm? Ich will noch mal was trinken. Ja, noch mal essen und trinken. Essen bin ich voll, nur trinken da. Hat ja noch ein bisschen Brand der Arme, gell. Wie lange habe ich denn noch? 10 Minuten, Zeit für Pipi. Dann renne. Also ich gehe oben hin und ihr geht alle raus. Komm, in der Wette machen wir, wer als erster stirbt. Ich bin ja so aufgeregt. 57. Ja, mal gucken. Uiuiui. Na? Achtung, es geht los. So, wo kommen sie? So, hier drüben. Irgendwo schießt hier. Hier hinten leuchtet was. Und oh, gleich Bombendinge. Gleich Bomben uns dabei. Wird aber scharf geschossen hier. Die Jungs sind echt im Gange, ne? Mhm. Die hält aber die Dinge hält aber gut hier. Ja, die bremsen echt aus, ne? Mein lieber Freund. Langweilig. Wir gucken erstmal. Ha! Getroffen! Mit dem Bogen muss ich mir üben, das ist nicht so weit, ist weiß ich doch. Doch, durch den Stacheldraht triffst du die gut. Treffen tue ich die auch, aber bis die natürlich verrecken, das dauert ein bisschen. Ja, das stimmt, also das ist nicht so schnell mal eben. Ja, aber du hast Schaden gemacht und kriegst EP. Wir sehen das nicht. Und vielleicht hat man ja mal einen Lucky Headshot dabei. Ja, das stimmt. Auf die Turrets müssen gucken, nicht, dass sie leer gehen. Merken wir, wenn sie nicht mehr schießen, ne? Ja, die werden aber schon angekotzt. Na, komm schon. Wieso ist der Bogen nicht laden? Ist er kaputt? Spucke. Nee. Keine Pfeile mehr? Doch, Pfeile habe ich einstecken. So viele Hundis. Ganz viele Hundis. Wuff, wuff. Oh ja. Die laufen hier ein bisschen damit rum. Guck ich mal, ob ich einen anderen finde. Können wir mal gucken, wann hier 900 Schuss weg sind. Anderen Bogen? Ich
will ja noch nichts sagen, aber die sind noch nicht mal im zweiten Graben. Aua! Ja, ja, die Ambruschpfeile haben wir ja nicht. Ich meine, ist mal was anderes, ne? Ja. Könnte noch interessant werden. Was fliegt denn da dauernd hoch? Was ist das denn? Was war das denn? Fliegt bei dir auch manchmal so Klumpen hoch? Warte, was war das denn? Was flog da? Ja, das sind die Spucker. Nee, aus dem Graben raus. Das sind so seltsame Klumpen hoch. Ja, als wenn das ein Herz war. Ach so, also sind das nicht die Teile, wenn die explodieren, wenn die kaputt gehen? Die Bullen explodieren doch. Doch, schießen die fleißig, ne? Wunder mich echt jetzt. Konzentrieren sich wieder auf einen Graben. Na, ich sehe schon, die haben da richtig schon Löcher reingebuddelt. Ja, ja. Die haben schon richtig Löcher drin. Ohne den Mittelteil, ne? Mhm. Oh, jetzt. Was war das? Da Granaten hin ist gerade ungünstig. Da ist ein Explosionszombie. Ach. Puh, schon wieder einer. So, das erste Mal nachgeladen. Okay. Wieso kann ich mit Bogen nicht schießen? Du hast keinen Pfeil geladen. Ja, ich kann keinen Pfeil laden. Wie will halt, ich nicht? Mal R drücken. Halt mal R gedrückt, durch die Munition aus. Ach so, okay. Jetzt funktioniert. Gut, jetzt haben wir's. Jetzt auch schön. Mal von oben sehen, das Drama. Warum haben wir eigentlich keine Sprengpfeile gemacht? Ja, das hab ich mir auch gerade so überlegt. Warum eigentlich nicht? Weil die Stahlkosten, Plastik und Dynamitstangen, glaube ich. Mhm. Und ich finde das ganz effektiv, die Dinge normalerweise. Ach, nun wird's hier drüben nicht interessant. Vielleicht irgendwie. Und verlagert sich jetzt ein bisschen. Ja, es kommt jetzt hier für vorne sind jetzt.
Mit dem Molly-Zielen ist gar nicht so einfach. Nee, das stimmt. Oh. Ein Digger ist hier unten. Ah, ist gerade verreckt. Boah. Also mit Mollys kannst du weiter werfen. Also mit allem anderen. Mhm. Nur weiß ich nicht, wie schlimm das Feuer ist für die Stacheldrahtgeschichten, die auch mit wegbrennen. Oh ja, in die Fresse. Au, oh, jetzt hab ich eine kurz. Au. Hey, Juli, hier ist was los, ne? So, ich geh mal gucken. Da piepst schon, wollte ich gerade sagen. Ja. Knopf bei dir piept's. Dann ist aber drin, da wollte ich nicht. Ah, da war nicht hoch genug. Oh, Explosiv-Zombies durchgekommen. Out. Na, schieß doch. Jo, sie versuchen jetzt hier vorne ran. Sie kommen jetzt hier vorne ran. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Vergiss es. Das ging die irgendwie anders, glaube ich. Oh, oh, jetzt wird es aber echt knapp. So, Jungs, die heiße Phase beginnt. Oh je, oh je, oh je. Ja, fall ich ja. Richtig interessant hier. Ja, jetzt wird's echt interessant so langsam. Vorsicht, dass wir die Hexer nicht so kaputt machen. Au. Oh, zu weit.
Oh, in your face! Oh, ich sollte mal vielleicht mal neben aufpassen. Irgendwas hat geklickert. Ja, ich repariere schon gerade von diesem Sektor und so. Ach, Mistviech. Oh! Nö. Wo ist er? Ich geh mal kurz Munition checken von unten. Ach, will ich so runterkommen. Los, lauf runter. Vorsicht, Geier! Ach, bist du schon bei? Ja, zumindest bei einem erst mal hier. Mhm. Da hängen sie aber alle so in der Reihe feste. Im Stacheldraht. Aua, aua, ich muss rein. Oh, ich hab irgendwas ganz böse gebrochen. Hä? Hier ist alles gut. Hier ist auch alles gut. Alles gut? Nee. Nee, ich werde jetzt drauf gehen. Wieso? Weil ich nicht mehr. Doch, hier komme ich hoch. Ich konnte gerade vorne nicht hochspringen. Achtung, Geier! Achte auf die Beine, wenn der Geier kommt. Hast du drüben, hast du repariert, voll gemacht wieder? Ja, sind voll. Super. Ja, ja. Wo ist das Viech? Na, komm her. Oh, der hat mir ganz böse die Beine weggehabt gerade. Ich konnte nicht springen. Munition unten ist voll. Mhm. Oh oh, ich hab's schon clean gehört. Ah, noch sind sie nicht durch, also, ne? Nee. Wir haben jetzt gleich 3 Uhr. Kann man fast schon sagen, die Hütte ist echt sicher. Oder mit Sicherheit sicher. Also ziemlich. Also. Die kommen hier nicht rein. Nix, die kommen hier nicht rein. Hoch. Ihr Schnetzel. Deine, ich weiß nicht, was du da schmeißt, aber jetzt explodiert bei euch alles in der Luft. Keine Mollys mehr. Ich kann mir Kaffee schmeißen.
Mist. Alles gut, die liegen. Die Granate war nicht so gut. Nee, ich sehe gerade. Da sind sie noch schön außen rum. Jetzt können sie geradeaus durch. Ich tue sie immer nur da auf den Weg schmeißen, wo der Graben ist. Ja. Nee. Weil ansonsten. Oh, mein erster Headshot mit dem Pfeil. Wie schön das Köpfchen geplatzt ist. Die Dynamit ist wesentlich besser. Achtung, Geier. Oh, da kommt einer. Die halten was aus hier. Ja, muss ich auch sagen. Das ist noch einer. Eine. Schwester, guter Versuch, aber nicht zu Ende geführt. Au! Aua! Von wo? Ich sehe ihn nicht. Da, oh, bei mal, euch. Warte mal, da ist schon wieder alles so stille. Ich komm mal auch gleich durch. So, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Cool. Die sind nicht reingekommen. Naja, wenn die nicht reingekommen sind, dann lass uns doch mal raus. Ich würde sagen, lass uns mal rausgucken. Na los. So. Warte mal, ich mach mal hier Saft an. Erstmal Spot aus, ne? Mhm. Nicht, dass sich einer verletzt. Warum ja noch nicht? Ja, nee, das wäre dann. Nach der Horde zu sterben ist ja nicht cool, oder? Nee, ist mehr. Also, ich habe schlimmer gedacht, ne? Das passiert. So, warte mal, da jetzt noch ausmachen. So, Achtung. Die Pfeile stecken alle verkehrt rum drin. Also rein optisch. Wer was schießt? Wahrscheinlich die Turrets oben. Eieiei, ja. Guck mal hier drunter. Ach du Kacke, was ist denn hier? Da ist ein ordentliches Stück Loch. Da waren sie aber schon ganz schön tief, ne? Ja. Hier ist ein ordentliches Loch runter. Ja, hier auch. Oha, hier hinten ist auch, naja, ich weiß nicht, ob man das noch Sanierung nennen kann. Sanierungsbedürftig vielleicht. Schauen wir uns das doch mal an. Wie soll man denn da reinkommen? Na. Naja, Loch ist Loch, ne? Bin mal gespannt, wie es sich hinten aussieht. Ich habe hier schon keinen Platz mehr. Ja, ich fange auch schon an, den Müll wegzuschmeißen. Ja. Wie ist das denn hier? Gehen wir mal hintergucken. Ja, mit Fallen geschossen haben wir, das kann man sehen. Die stecken hier überall. Oh ja. Definitiv. Wo habe ich denn hier noch Federn gewickelt? Ah, hier ist auch ein ganz schönes Loch wieder. Na, hier auch.
Nein, überall diese Helme, ne? Oh! Was? Was da, denn? Da hat er den Lutzak erschossen. Mit der Pfeile? Mit der Pfeile, ja. Die brauche ich ja den Scheiß, den brauche ich nicht. Ach komm. Der Worte, das brauchen wir nicht. Ich den da vorarbeiten. Okay, ich kann keine Pfeile mehr aufsammeln. Ich bin voll. Ja, ach so. Mal gucken, hier komme ich glaube ich am besten, am cleversten raus. Oh, hier ist ein bisschen Messing. Du drehst ja durch. Man kann nicht wirklich in den Gräben reinkommen, weil du hast ja auf den Laufspuren auch die Dinge hingesetzt. Mhm. Können sie uns doch nicht versammeln, ich bin voll. Der Graben ist aber noch voll mit Beuteln, Säcken, Tüten. Das ging aber alles, ne? Ja, ja, Gott sei Dank. Hat funktioniert, der Plan ist aufgegangen. Keiner ist gestorben? Witzigerweise, ich habe noch nicht mal Handgranaten geworfen. Na, anderthalb Stacks ungefähr. Ich habe Dynamit geschmissen und Pfeile geschossen, was man so halt hat, ne? Mich irgendwie hoch. So. Okay, an den Loot komme ich nicht dran. Außerdem bin ich voll, habe ich festgestellt. Ja, da sind noch viele Säcke. Oh, hier haben noch Frames draußen gestanden zum Überbrücken. Mhm. Oder hat die von euch gerade einer gesetzt? Ich hatte da welche hingesetzt. Wo bist denn du? Ja, da habe ich welche hingesetzt, aber ich kann nicht weiter vor, A, weil ich voll bin und B, weil die ja nicht hinstellen kannst. Die fallen immer rein. Ja, ich habe ähnliche Problematiken. Ja, auch Loch. Kann man ja sagen, eine Safe-Hütte, ne? Oh ja, yeah, ein Häcksler läuft auch noch. Ja, ich weiß nicht, der ist irgendwie, der muss verbuggt sein. Der Strom ist eigentlich aus. Handgranaten. Und das und das und das. Aber der Strom hat gehalten, das wundert mich jetzt echt. Mhm. Das ist echt nicht schlecht. Ja, aber ein paar. Haben wir jetzt mehr Handgranaten als vorher? Gefühlt ja. Meinst du, ich hab gar keinen Platz zum Suchen. Autobau. Kann ich wieder alles zurückstellen. Trinken. Mehl nutzen. Oh, wo habe ich denn den Bohrer gelootet? Egal. Dann können wir getrost unseren ganzen Kram wieder reinholen. Bin gerade dabei, wieder alles reinzuholen. Also zumindest was ich jetzt auch gerade aufgesammelt habe. Da haben wir doch jetzt im ganzen Arsch voll 7,26 mm gespart. Ja. Das ist wohl wahr. Die Horde scheint noch in Gange zu sein. Aber andersrum, wir haben nicht viel mehr Schaden als sonst. Nee. Letztes Mal haben wir auch ja, noch viel Schaden gehabt, aber jetzt nicht so, dass es jetzt wesentlich mehr war. Ja, haben wir schon. Ja. Ich habe auch gedacht, da kommt mehr Schaden noch. Mhm. Ich auch, aber auf jeden Fall.
würde sagen, unsere Hütte ist echt gut gebaut. Die ist widerstandsfähig. Darf man so ja mal sagen, nicht? Kann man mal sagen. Ja. Können auf alle Fälle steht sie noch, oder? Ja. Da kannst du sagen, was du willst. So. Habe ich jetzt alles raus? Nö. Ach, da sind ja noch mehr Granaten. Ja, ich habe, wie gesagt, was ich gefunden hatte, habe ich auch wieder reingeschmissen. So, die auch noch raus. Und ich habe damit mehr gerechnet, dass noch mehr diese 9 mm durchgehen. Ich wundere mich jetzt tatsächlich, dass es so lange gehalten hat. Ich dachte, wir müssen alle Nasenlang danach füllen. Angehört hat sich so. Ja, ich habe da echt mit gerechnet. Aber naja, gut. Ja, ich habe ja in der ersten Welle die hinteren schon einmal aufgeladen. Ja, ja, aber ich habe mich gewundert, dass wir da wirklich beibleiben. Dass wir dann konstant danach laden müssen. Aber nein, das hat doch so funktioniert. Das muss ich dann mal sagen. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ja gut, da sind schon jede Menge Schüsse, die da durchgegangen sind, ne? Da ist, ja, ja, klar. Überleg mal, die haben 900 Schuss, kannst du dann haben, die Dinger, ne? Genau, einmal nachgeladen, also 3600 Schuss mal eben nur hinten raus. Ja. Ohne was nach vorne gegangen ist. Aber du musst überlegen, wir selber haben nicht einen einzigen Schuss gebraucht. Ja, gut. Ne? Oh gut, aber okay, die ob wir sie machen oder die Turrets. Aber ich finde, die Molotow-Cocktails, die bringen eine ganze Menge. Ja, die fand ich sogar besser als die Granaten, ja, weil da kannst du wenigstens doch durchgucken. Ja, vor allem, die machen nicht Blockschaden. Ja. Ne, das ist mein Wesen, das noch, dass es gar nicht mehr so schlecht ist. Ich glaube, da sollten wir mehr drauf. Ja, dann geh schon mal Benzin buddeln. Und ja. Was war das andere, was davon teuer war? Oder waren die Granaten die teuren? Die Granaten, ne? Da ging auch nicht was rein. Dynamit ist auch, da geht auch nicht was weg. Naja. Ja gut, da lohnt sich dann eher Mollis. Mhm. Weil Öl ist jetzt nicht so teuer. Ja gut, Benzin halt, ne? 300 ja. Stück ist schon eine Hausnummer. Ja, ja, das ist klar. Aber ja, wir haben es ja überlebt, das ist doch cool. Wenn man genug sammelt, dann passt das schon. Ja. Zack. Können wir alles verschroten? So. Wo kommt denn die Heizung her? Hat einer eine Heizung mitgebracht von denen? Ja. Der wollte mal schwer heben. Hat gesagt, nee, jetzt machen wir mit. Nee, lass mal, sonst kommt die Genossenschaft. Ich habe nicht gesehen, dass er mit dem Sack herankam. Halleluja. Hat er wenigstens denn hier so ein Tragehilfegurt gehabt? Das kann ich nicht sagen. Und muss es kontrollieren. Arbeitssicherheit, kennst du doch. Du bist ja. Doch vom Bau. Stimmt. So, ja Mensch, wir haben die Horde überlebt. Das hat doch wunderbar geklappt. Dann sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat gefallen, nicht? Und sehen wir uns morgen wieder beim... Naja, ne? Du kennst ja. Ja, Aufbauen, ne? Reparieren. Ja. Tschüssi. Eisen, ne? Ja, tschüss. Eisen. Und Öl und Benzin und ja. Tü. Ja, und Messing, ne? Ach ja, stimmt, da war noch was. Also das Einzige, was wir im Überfluss haben, ist tatsächlich Blei. Da sind noch 6000 in der Schmiede und so viele Bullet-Tipps, wie noch in der Kiste sind, weiß ich gar nicht.